Ach nee, das war die Ebene, genau. Wo ich dann nach oben lang gelaufen bin und mich vorbeischlängeln musste. Dann ist 61 die Geschäftsebene. Und ab dann war ich erstmal wieder sicher, weil die Wachen nicht mehr hinter mir hinterher kamen. Genau, aber hier scheint nichts los zu sein. Ich denke mal, ich bin schneller dran, wenn ich das Ding da benutze. Wie gesagt, bis 66 habe ich ja scheinbar die Schlüsselkarten. 62. Ist jetzt die Frage. Ne, das war beim Fitnessstudio, wo ich hin wollte. Hier in den Büchern konnte man ja eigentlich nur lesen. So wie es aussieht, nach Farben sortiert. Genau das hatte ich gesucht. Jetzt bringen mir zwar die Items nichts mehr, aber... Himmelsspeer. Ach genau. Die Coupons kriege ich jetzt nicht mehr, die ich damals an dem Automaten hätte einlösen können. Gaga. Ich habe es damals nur nicht gemacht, weil ich unbedingt an den Himmelsspeer rankommen wollte. Ich wollte schon sagen, das musste doch nicht wegstecken können. So, wo wollte ich jetzt noch hin? Ach genau. Zur Fitnessstudio-Etage, weil ja da in dem Spind noch das Item liegt. Genau hier. Halt, da ist die Tür. Megafon. Und eigentlich bin ich jetzt hier fertig, glaube ich. Aber ich kann gerne nochmal hochgucken, was mit Rufus passiert ist. Falls ich überhaupt so weit hoch darf. Hey, hier ist mal wieder einer. Aber hier darf ich nicht raus. Scheiße, ich darf auch nicht in die 66. fahren. Aber ich hatte doch mal eine. Na, dann kommen wir momentan eh nicht weiter. Aber das Wichtigste habe ich ja. Das Megafon. Ist ja auch witzig, dass der... das Cat Sid uns entgegengelaufen kam, wo er doch eigentlich gerade auf einer ganz anderen Stelle stand. Denn es ist ja Cat Sids Ultimate-Waffe. Ultimate-Waffe oder Fähigkeit? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Megafon klingt eigentlich nach Waffe. Ja, Waffe. Typ. So, jetzt aber. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch ein Kampf mit diesen hässlichen Viechern, die mir Turboete bringen. Aber da das Gebiet zu groß ist, kommt sicherlich ein Kampf. Ich bin jetzt lieber zu positiv als zu negativ, weil sonst kommt ein Kampf sofort, wenn man was sagt. Hey, aber es ist nur er. So, und zum dritten Mal hier rauf.
Hat es vorhin auch schon geregnet? Ich glaube nicht. Es ist die Sünde, die auf uns niederregnet. So, ich hoffe, mein Speicherpunkt ist noch da. Mein Speicherserver. Ja, na bitte. Was ist? Ich kann ja hier das PRS austauschen. An dem Speicherpunkt, dann kann ich ja mal reinschauen. So, das Stern habe ich neu bekommen. Das ist sogar in jeder Hinsicht besser. Normal 8 Fassungen mit 4 Verbindungen und super stark. Was habe ich? 3. So, was macht Mega? Boah. Nochmal geilere Werte, aber trotz Fassung kein Wachstum. Für den Moment reicht das aber, was ich jetzt habe erstmal. So, ihr habt beide Limit 3 Anfang noch, okay. Und sie hat noch kein Limit 3. Habe ich jetzt gespeichert? Ich hoffe. Na, nur das PRS hatte ich später gemacht. Ja, schon wieder. Hey, Cloud. Hasta la vista. Oh, sag bloß, der vorne hat keine Attacke abgekriegt. Das ist immer zweimal das Geräusch macht, wenn der Gegner stirbt. So, Zauberheilung. Was haben wir da? Eine Kanone. X-Kanone. Ah, jetzt visiert sie das hier an, was sie gerade angegriffen hat. Ah ne, sie analysiert generell. Boah. Jetzt zählt sie den Counter und runter. Boah, das sieht aus wie eine riesen Schildkröte irgendwie. Zumindest hat sie komische Füße. Das werde ich doch wohl schaffen, ohne Magie benutzen zu müssen. Genau. Kurz vor 1. Da hätte ich noch mindestens 3 Attacken über gehabt. Puh, dafür gibt es aber ganz schön wenig. Mist, Hoyo. Ach ja, er hatte ja auch noch sein Hühnchen mit ihm zu rufen. Hier nochmal ein Speicherpunkt wäre ganz praktisch. Eigentlich bin ich voll. Das ist genau der Kampf, wenn ich mich nicht irre. Wenn Hoyo sich jetzt dreimal verwandelt, dann ist es der Kampf, wo ich damals nie weitergekommen bin. Weil er nach der dritten Verwandlung immer abgestürzt ist. Hör sofort auf. Oh, die Missgeburt. Erinnere dich bloß an meinen Namen. Ich heiße Cloud. Immer wenn ich dich sehe, schmerzt es mich. Ich hatte es damals nicht begriffen. Ich dachte, du wärst ein misslungenes Experiment, aber du bist der einzige gelungene Sephiroth-Klon. Hehehe, ich beginne sogar mich selbst zu hassen. Das ist alles unwichtig. Hör endlich auf mit dem Unsinn. Unsinn? Ach das? Haha, Sephiroth scheint auf die Energie zu vertrauen. Also werde ich ihm ein bisschen helfen. Warum? Warum bloß? Hör mit deinem ewigen Warum auf, du Schwachkopf.
Du könntest vielleicht sogar zum Wissenschaftler taugen. Energieniveau bei 83%, dauert zu lange. Mein Sohn braucht Kraft und Hilfe, das ist der einzige Grund. Dein Sohn? Auch wenn er es nicht weiß. Was wird Zephyro denken, wenn er herausbekommt, dass ich sein Vater bin? Er hat immer auf mich herabgesehen. Sephiroth ist dein Sohn? Ich habe die Frau und mein Kind Professor Gast für sein Jenova-Projekt angeboten. Als Sephiroth noch nicht geboren war, entnahmen wir Jenovas Zellen. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Ein Verbrechen an Sephiroth. Nein, falsch. Der Traum eines Wissenschaftlers. Ich wurde von meinem Wunsch besiegt, Wissenschaftler zu werden. Auch dieses Mal. Ich habe hier nur fast Gene in meinen eigenen Körper injiziert. Und hier ist das Resultat. Das Grün. So, was mache ich jetzt? Ich fange mit Hast an. Sein Zweifachschlag ist eigentlich ziemlich stark, der kann erstmal bleiben. Mal gucken, wie er auf Eis abgeht. Hm, stimmt, er hatte zigtausend Barrieren immer gezaubert. Und... Monster beschworen. Lohnt sich Ultima eigentlich. Alle haben gemacht, nur er glaube ich nicht. So, Regina ist auch hilfreich. Hey, die Beschworenen halten ganz schön gut aus. Der eine hat schon zweimal Konter abgekriegt und zweimal Slash von ihr. Na, wann kommt seine erste Verwandlung? Oh, jetzt bestimmt. Marco Saft reagiert. Oh, er hat sogar mehrere Angriffsziele. Das ist gut, dann lohnt sich Ultima erst recht. An, wie viel Schaden ich jetzt mache. An dem Ziel 1,7 bis 2000. Das ist doch toll. Und er sieht aus, der Kopf wird zerrissen. Der Mund ist weit aufgerissen. Oh, ein Teil ist schon kaputt scheinbar. Oh, wieder belebt. Aber egal, du kriegst nochmal viermal die Attacke ab. Und der macht weitaus mehr Schaden. Also ein Tausender nochmal drauf. Wieder ein paar weg. Musst du doch down sein gleich, oder nicht?
andere Bein auch weg. Dann lohnt es sich umso mehr, Kumi 2 zu machen. Ist ja umgekippt. Jetzt hat er sich selbst gebissen. Und seine letzte Verwandlung. Oder zählt hier die erste nicht mit? Ich weiß es gar nicht mehr. Lebensform Wojo. 4 mal 1700 Schaden ungefähr. Ist das ein Zauberkonter? Aber es stört mich nicht. Ich wollte nämlich gerade sowieso sagen. Dass ich jetzt lieber mal Zweifachschlag auf ihn mache. Wie viel Kontern waren das gerade? Weil ich kann ruhig nochmal angreifen, damit ich meine Limit-Attacke gleich habe. Und ja, er macht als Zauberkonter Schweig. Dann sollte ich also auf ihn wirklich nicht zaubern. Ah, aber Cloud und sie sind beide immun gegen Zauber, gegen Zustandsveränderung, also nützt Schweig gar nichts. Die Beschwörung mache ich nicht, da haben wir vorhin schon gesehen, dass das nicht viel gebracht hat.